Hallo Leute, ja, wir sind unterwegs in der Galaxie, um unsere Schiffe zu einen. Der Thomas Stähler hat auch geschrieben, dass man ja auch alle zusammen in Verband zum Beispiel zum Dingen schicken kann, sag schon, zum Ernten. Und das ist vielleicht ein sinniges Ziel, das zu tun. Unser größtes Problem ist allerdings, dass wir hier irgendwie Schiffe haben, die jetzt gerade irgendwie noch nicht repariert sind, ne? Ich weiß gar nicht, ob dieses jetzt hier fertig ist. Hatte ich das schon geschafft? Und das hat der Thomas Stähler auch geschrieben, dass ich da was umschalten kann zum Reparieren, ne? Für Dingens hier, sag schon, fürs Geld im Dock. Okay, das sieht aber so aus, als ob dieses Schiff hier fertig ist. Und da ist die Gurke. Da können wir mal reingehen, ne? In die Gurke. Ich glaube, die Gurke war auch fertig. Schauen wir doch mal gerade. Dann würde der hier meckern. Ne, Gurke ist auch fertig. Und was haben wir hier noch? Hier haben wir noch einen Hammer. Der Hammer, der ist nicht fertig, glaube ich, ne? Oder? Benötigt Eisen und Xenon. Und davon tatsächlich auch noch reichlich. Gut, dann würde ich sagen, blenden wir mal gerade das Logo ein. Ja, Logo einblenden, falls ihr das noch gehört habt. Ich habe wieder mal schneller gedrückt wie gesprochen, ne? Und ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir dieses Schiff noch auf Top kriegen, oder? Das wäre noch ganz wichtig. Aber 25 oder wie war das? Da. Xenion 472. Und das Schiff brauchte 7500 und 25.000, ey. Das wird hier mit dem nichts, ne? Was sagt denn das Symbol da? Meuterei an Bord? Nö, ist nur stark beschädigt. Okay, das geht bei dem noch dann. Nur ein Verteidigungslaser drin und hier auch gar nichts, ne? Das kann aber noch drei Sachen da reinkriegen. Scanner-Booster, Regen generierender Schildbooster, ein Bergbausubsystem. Das bauen wir da mal rein, weil ja, der Thomas Stähler hatte da auch wieder gefragt, ne, was ich mit meinen Schiffen eigentlich vorhabe. Ja, wir müssen Rohstoffe haben, ne? Dann müssen wir auch bauen gehen, sozusagen. Und das ist ein Autogeschützkontrollsystem, ne? Sogar drei davon. Wenn wir die Autogeschützkontrollslots fest ein installieren, dann gibt es da noch ein paar mehr und hier natürlich auch Festinstallationen wichtig, ne? So, das haben wir schon fest installiert. Wie sieht es denn jetzt hier aus? Das ist ja gar nicht mehr geworden. Hä? Ach so, weil das Schiff vielleicht nicht fertig ist, ne? Das könnte natürlich sein. Und dann müsste man natürlich noch schauen. Ach, das sind schon zwei Systeme, ne? Wow. Plus 8, ne? Vielleicht war das jetzt nicht so eine tolle Idee. Der Frachtraum ist leer. Da müssen wir mal gucken, was wir jetzt weitermachen. Also, wenn nicht, ist das ja, ne? Ach, das hat auch noch so da Kreuzer-Slots, nicht Kreuzer. Für so kleine Schiffe, ich komme jetzt nicht drauf, wie sie heißen, hat das auch noch. Ja, was machen wir jetzt? Das ist die Frage, ne? Wir haben Hammer, Gurke. Also, das X muss da hin. Und die Lady. Gehen wir gerade in die Lady rein. Die ich mal gerade ein Stück näher. Dass die drei mal gerade zusammen sind, oder? Hält das auch an oder knallt das da gleich rein? Es hält an. Also die Lady, Hammer, Gurke. Bergbauschiff 1. Okay, das kann gar nichts mehr. Reparieren. Kann das repariert werden?
Benötigst 24.000 Eisen, 10.000 Aonit, 117 Trinium, 2.500 und 212 Ogonit. Also mit dem kannst du auch nichts anfangen. Kannst du gleich hier stehen lassen, wahrscheinlich. Hier ist noch eine. Nee, das ist jetzt. Hammer, Gurke, Assreiter 3. Das ist noch nicht geklärt. Oh, das sieht ganz schlecht aus. Da geht bestimmt noch nichts zu reparieren. Eisen, Titan, Naonit, Trinium und Xanion. Und hier ist Meuterei zugange, ne? Die Meuterei ist schlecht. Kann ich denn hier jetzt einen einzelnen. Das wäre jetzt noch interessant zu wissen, ob ich einen einzelnen Stein hier reparieren könnte, ne? Sehe aber jetzt auch nicht, welches hier welcher ist, ne? Ja, so ist das. Muss man da den Mund vermieden, ne? So. Reparieren geht nicht. Wenn ich jetzt Quartiere reinbauen möchte, dann wird er mir sagen, ich muss erst reparieren wahrscheinlich, oder wie war das? Du kannst ein beschädigtes Schiff nicht editieren, repariere es zuerst, siehst du, das ist das Problem. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Wir werden hier eine Meuterei am Ende haben. Also die werden uns alle abhauen. Das ist so, da kann ich jetzt aber auch nichts dran erinnern, weil ich keine Rohstoffe dafür habe, ne? Das heißt, lass uns mal gerade hier nochmal hingehen. Hammer, Gurke, Bergbauschiff, das war auch nichts. Die Lady Gründungsschiff, ich glaube, das können wir noch reinspringen, ne? Da waren wir noch nicht dran, oder? Hä? Bin ich schon? Ach so, ich bin auf der Karte und deswegen bin ich nicht ins Gründungsschiff gesprungen. Oh, das war jetzt nicht so dolle. Oder? Ich glaube, gerade den Crash verhindert, oder? So. Was ist mit dem Ding? Auch totaler Schrott. Das heißt, brauche ich eigentlich auch nicht anpacken. Wo sind die anderen Schiffe jetzt? Die Lady, ne? Da hinten sind sie wahrscheinlich. Da muss ich hin. Also kann ich erst jetzt hier parken. Und anders geht das, glaube ich, gerade nicht, ne? Können wir da hinten rüberfliegen zu dem? Ich glaube, es ist besser wie ihn direkt neben der Station. So, und dann Bergbauschiff ist auch nicht passend, aber der Hammer ist passend. So. Jetzt müssen wir aus den dreien hier einen Verband machen. F Befehle. Asteroiden abbauen. Mich reparieren. Diese Position bewachen. Eigentlich Asteroiden abbauen. Aber das geht wahrscheinlich gar nicht. Weil wir da auch gar nicht das Passende vielleicht drin haben, ne? Na, das haben wir auch noch nicht geguckt, ne? Nee, das war da falsch, das ist da richtig.
Hier ist ein Bergbausystem, ja, aber hier ist wiederum dann wieder nichts zum Abbauen drin. Dann kann der auch gar nicht abbauen. Ne? Das ist ja hier ein Verteidigungslaser. Dann können wir gerade in den Baumodus gehen und gucken, ob wir noch irgendwas reinschrauben könnten vielleicht. Mobile Air Zerleger, ne, zerlegen wollen wir nicht. Ist das ein R hier, der aufbereitende Butler? Einen Bergmann brauchen wir dafür. Nicht genug Slots. Das bedeutet, wo ist die andere Waffe? Wo ist die andere Waffe? Kann die einer sehen? Ich nicht. Ich sehe keine Waffe hier an dem Schiff. Aber es muss doch eine verbaut sein, oder? Da ist sie. Hier haben wir entfernt. Das sind dann gleich ein paar Slots mehr frei geworden dadurch. Und wen hatten wir jetzt? Aufbereitender Butler. Ja, hat keinen Sinn mit dem, funktioniert nicht. Der geht auch nicht. Das sind alles Waffen, die ich da jetzt nicht dran ersetzen kann, ne? Weil wahrscheinlich Material zu hoch, ne? Nobelreparaturlaser. Kann so ein Ding denn funktionieren? Ich habe das noch nie ausprobiert, ne? Gehen wir aus dem Baumodus raus. Mich reparieren. Mal gucken, ob er das tut. Was macht er denn jetzt? Okay, fährt bestimmt in Position, ne? Ja, das funktioniert nicht, weil er wahrscheinlich keine Rohstoffe hat, wo er mich mit reparieren könnte, ne? Gut, das heißt, der kann nicht. Dieser. Ist wohl das Schiff, was dann kämpfen könnte. Und er da. Oh ne, da muss ich da reinspringen. Wahrscheinlich kann der auch nichts, ne? I, warte, ne, ich. Da ist I. Auch nichts drinne zum. Blitzkanone TR. Hier Bergbaugeschützturm, da haben wir ein Ding drinne. Und der ist auch noch zu schwach, ne? Was mit der Gurke? Was kann die Gurke?
Hatte ich da schon reingeguckt, kann das sein? Die kann das auch nichts abbauen. Die Gurke ist das einzige Schiff, was noch vernünftig funktioniert, vielleicht aber auch schwach ist. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten aber noch andere Schiffe unterwegs, oder? Discover. Soll da abbauen. Zig Stunden. Nur im sicheren Modus. Sofortige Lieferung. 2% Gefahr. Das ist schon mal gut. Soll ruhig alles abbauen, weil, ne? Ja. Bringt nichts. Und starten. So, die Spritquelle. Können wir nichts dran machen. Discover. Was kann Discover? Er hat hier noch irgendwelche Sprünge vor, die aber wahrscheinlich gar nicht mehr aktuell sind, oder? Ah, doch, die Sprünge sind wohl noch aktuell. Ist dann die Frage, ob es noch läuft. Aber dann ist das so. Da oben ist was zum Abholen. Was haben wir denn hier? Sprengladung. Was haben wir denn hier gefunden? Ziviles Geschützkontrollsystem und Beschleunigungsantriebsbooster. Nehmen wir mal. Hier sind Erze drin an dem Traveler. Der hat auch die Aufgabe abbauen. Das ist die Spritquelle, da können wir nichts machen. Auf der Karte anzeigen. Traveler ist da. Was macht der Traveler denn? Sicherer Modus, 11%. Ah ne, da kann das. Der eine hatte ich das, dann macht er das. Aber Start geht nicht, weil Schiff ist zu sehr beschädigt. Alles klar. Traveler-Wechsel machen wir jetzt. Also ist jetzt so wirklich schlecht, ne? Ach, kann ich abbauen, aber er baut ab. Das ist jetzt für mich schleierhaft, ne? Aber das ist vielleicht im Sektor ein Autopilot oder was? Piraten greifen den Sektor an. Dann lass mal schnell dahin gehen. Wo ist das denn hier? Aha, da ist das Schiff. Das ist der Pirat. Ist das auch noch ein Pirat? Oh. Nee, das war falsch. Wie geht denn der Autopilot aus Backspace da? Nee, es sind gute. Da ist ein böser. Aber wir brauchen da, glaube ich, nichts mehr dran machen. Der ist bestimmt gleich so kaputt, oder? Okay, das war's. Hightech-Handels-Subsystem. Außergewöhnlich habe ich gekriegt. Okay, das heißt, wie kommen wir jetzt weiter hier voran?
Wo sehe ich denn jetzt hier? Da ist zum Beispiel einer. Autopilot. Asteroiden abbauen. Macht er? Ja, sieht gut aus. Ach so, wir haben so kleine Flieger auch noch, die das machen. Okay. Gut, dann sind wir hier eigentlich schon raus, ne? Wenigstens einer macht was, ne? Und der Albatros, der ist auch noch hier. Was macht denn der Albatros hier? Asteroiden abbauen, kann man dem auch sagen, okay. Bin ich jetzt im Albatros? Glaub schon, ne? Sehe ich das irgendwo? Ich glaube nicht, ne? Das ist der Albatros auf jeden Fall. Ich habe dem gesagt, er soll Asteroiden abbauen, oder? Können dem das aber noch mal besser so sagen. Keine Holzbergbaulaser oder Jäger umzubauen. Okay. Kurz hier hin. Ja, nützt nix. Ich würde mal sagen, dass das ist das Schiff, was wir in der nächsten Folge nutzen, um dann irgendwas anderes weiterzumachen noch, ne? Wenn es denn so mal fliegen würde. Ich glaube, das ist jetzt hier gerade auch ein bisschen schwierig. Also so Drehung ist jetzt gerade nicht so sein Ding. Okay, mit Bande und so hat es geklappt. Ja, da müssen wir in der nächsten Folge gucken. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.